Hallo und herzlich willkommen hier bei Miss Survival Staffel 2 2023. Die erste Staffel ist schon eine ganze Weile her. Ich verlinke die wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr die anschauen wollt. Ich kann es aber nicht empfehlen. Das waren so ziemlich die Anfänge von meinem Kanal hier. Dementsprechend war auch die Qualität. Ich habe damals noch mit Headset aufgenommen. War nicht schön, aber jetzt ist besser. Und wir wollen uns mal anschauen, was denn 2023 hier bei Miss Survival alles neu ist. Dafür gehen wir mal auf New Game. Und das dauert eine Weile, das Laden. Der Vorspann ist noch immer der gleiche wie immer. Also nur ein bisschen Text zum Lesen. Alles auf Englisch. Ich schenke euch das, weil ihr wisst, mein Englisch ist nicht so pralle. Das gesamte Spiel ist auch noch immer in Englisch. Sprich, gibt keine deutschen Übersetzungen. Aber damit kommen wir schon irgendwie zurecht, denke ich mal. So, wir wollen uns anschauen, was sich alles getan hat. Es gibt auf jeden Fall eine neue Map und etliche neue Funktionen. Ich meine, mittlerweile gibt es auch Haustiere und sowieso alles irgendwie neu. Und ja, hier haben wir Basic Survival Guide. Stamina Fatigue, das ist ja alles noch wie früher. Shelter, glaube ich, auch. Mist Event kennen wir auch. Green Mist ist allerdings neu. Da brauchen wir jetzt eine Gasmaske. Weiß gar nicht, ob wir die zu Anfang haben. So, Heat and Wetness, da bin ich mir gar nicht mal sicher, ob es das damals schon gab. Wir sind jetzt übrigens in der Version 05. Damals waren wir noch in der Version 03. So, Bow and Arrow ist klar. Gun customizen. Okay. Cool. Gab es früher auch nicht. So, Orttypen. Das ist, glaube ich, alles noch gleich, ne? Barren herstellen. Oh, Fishing. Fishing ist auch neu. Das schauen wir uns aber an, wenn wir es brauchen. So, jetzt lasst uns erstmal schauen. Ich hoffe mal, es macht keine großen Probleme. Ihr wisst ja, mein PC ist nicht mehr der neueste und schnellste. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es unsere alte Base noch gibt. Aber wir waren ja damals... Oh, cool. Alles looten. Wir waren ja damals bei dem berühmten weißen Haus, wo so ziemlich jeder andere auch war. Wir haben gleich einen Koffer gefunden. Wie geil ist das denn? Rechtsklick zum Loslassen. Ist das hier? Upgrade Fish Bucket. Oh, cool. Wir haben einen Slot mehr. So, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir alles looten. Guck mal, die Türen schon immer alle aufmachen. Und wenn ja, was bringt das, wenn da nichts drin ist? Oder ist da manchmal was drin? Motorhaube konnten wir mal aufmachen, ne? Ja, wir haben aber keine Kanne, die wir füllen können. So, lass uns mal den Koffer mitnehmen. Das ist cool, dass wir das noch immer noch machen können, wie früher auch. Auch wenn es ein bisschen hakelt gerade. Na, so, So, lass uns einfach mal in die Richtung gehen. Map ist neu, ich kenne die Map gar nicht. Ich meine, es gibt auch keine Map im Spiel, ne? Ich könnte mir jetzt eine aus dem Internet raussuchen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Wir starten einfach auf gut Glück. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob es das, das weiße Haus noch gibt, wo wir waren. Ja, das mit dem Koffer kotzt mich gerade ein bisschen an. Wenn wir den noch dreimal verlieren, dann habe ich keine Lust mehr, den mitzunehmen. So, aber jetzt tragen wir ihn erstmal durch die Gegend. Wer weiß, was wir alles finden. Wir müssen jetzt erstmal eine Base finden. Und zwar irgendeine, die mir gefällt. Oh, ist da ein Boot? Dann lass uns doch mal schauen. Kann man noch immer durchs Wasser gehen, wie früher auch? Oh, wir können schwimmen. Ich glaube, früher gab es Schwimmen nicht. Ich glaube, da sind wir einfach nur gelatscht. Drink unsafe water, fill bottle. Noch gar keine Bottle, oder? Nee. Oh, beim Boot gibt's nichts. Glaube ich. Ne, sehe ich nichts. Ah, der hätte ja sein können, dass wir hier schon einen Fisch finden oder so. Huch. Abgesoffen. Ins Wasser gefallen. Die Animation vom Schwimmen ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist cool, dass es mittlerweile sowas wie Schwimmen gibt. Gab es früher nämlich nicht, meine ich.
So, wir sollten vielleicht ein bisschen noch Ausschau halten. Steine und Stöcke brauchen wir zu Anfang, glaube ich, jede Menge. Und Federn, ne? Ich glaube, Federn war es für Pfeilherstellung. Was denn? Ach, die Textur sieht nur so komisch aus, glaube ich. Jo, ich freue mich. Für die Leute, die lieber Going Medieval oder so schauen, das geht natürlich weiter. Wir machen hier hin und wieder mal eine Folge. Mal so zwischendurch, wie ich Zeit und Lust habe. Wie viele Folgen das werden, kann ich nicht sagen. Hängt von vielen Dingen ab. Von einigen Faktoren. Nicht zuletzt natürlich die Aufrufszahlen so ein bisschen. Und, oh, ich habe eine Straße gefunden. Das sieht so aus, als könnten da Gegner sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da hingehen sollten. Oder ist das ein Safe House? Nee, von den Aufrufszahlen hängt das natürlich ab. Und, es hängt so ein bisschen davon ab, wie das zeitlich bei mir ist. Ihr wisst ja, Zeit ist bei mir immer so eine Sache. Und natürlich auch, wie ich Lust habe, weil ich kann mich daran erinnern, in der letzten Staffel, brauche mich nicht dahin zu gehen, in der letzten Staffel habe ich teilweise ewig lange gefarmt, um genug Ressourcen zu haben, damit ich so eine halbe Stunde Video oder so füllen kann. Okay, das dauert alles Zeit. Macht ja nichts. Ich sollte mir vielleicht mal... Wir haben noch eine Axt, ne? Ja, falls uns was zu nahe kommt. Bin mir nicht sicher, ob wir hier weiter looten sollten. Lass uns erstmal gucken, ob wir eine Base finden. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich teilweise wirklich stundenlang Ressourcen gefarmt, um letzten Endes so ein paar Minuten Videomaterial, sage ich mal, zusammenzukriegen. Wo habe ich denn den Koffer stehen lassen? Weiß auch keiner, ne? Doch, da steht er. Ich bin mal überlegen, in welche Richtung gehen wir denn? Was war das? Ihr habt das auch gehört, oder? Wir hauen einfach mal ab. Wir haben noch gar nichts an Waffen oder so. Deswegen machen wir jetzt einfach mal einen Ausflug. Wir gehen einfach mal in die andere Richtung. Ja, wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich. Das liegt aber daran, dass hier andauernd irgendwas passiert und ich deswegen den Faden verliere. Wir haben, wo war ich denn stehen geblieben? Achso, genau, wegen Farmen und Zeit und so. Und ihr wisst ja, ich werde euch natürlich hier und da mal auf einen Farmausflug mitnehmen. Ich werde aber auch versuchen, vieles vorzubereiten und offscreen zu farmen. Nur, wie gesagt, da ist immer mit der Zeit das Problem. Oh, was haben wir denn da? Unter jemand? Ah, dass er den Koffer hier immer durch die Gegend schmeißt. Na? So. Ich loote jetzt mal nichts durch. Wir wollen erstmal eine Base finden. Ich gehe jetzt erstmal hier nur rein. Ist das ein Safe House? Kann man das als Base benutzen? Das wäre cool. Hier ist ein Zaun drum. Allerdings weiß ich nicht, ob der Zaun wirklich Zombies abwehren kann. Waren noch Zombies hier, ne? Ich glaube ja. Guck mal durch die Tür. Sehe nichts. Wollen wir mal reingehen? Riskieren wir das? Oh, ein kleines Häuschen hier. Oh, was ist das denn? Rack. Jo, daran kann ich mich erinnern. Das habe ich beim letzten Mal gesucht, ohne Ende. 9mm Muni. Brett. Salz. Ich wollte eigentlich nichts looten. 12 Gouch. Mo? Ich weiß nicht, was Gouch heißt. Das ist ein Gewehr. Meine ich, ne? Oh, Feuerholz. Müssen wir dann nicht mal mehr sammeln. Nehmen wir natürlich mit. So, jetzt muss aber auch reichen.
Ist hier zufällig irgendwann früher stand hier immer. Ah, guck mal, Messer. Und kann ich das nicht nehmen? Pick up Knife. Combat Knife. Mein Inventar voll? Oh. Okay. Packen wir mal rüber die Muni. Die eigentlich können wir alles rüberpacken, ne? Rack. So. Das Messer behalten wir im Inventar. Das hier. Oh, nochmal Rack. Nehmen wir natürlich auch wieder mit. Nachher suchen wir es wieder. Ich kenne uns doch. Das ist ein Stein. Oh, nehmen wir Stein mit. Ladefläche ist leer, so jetzt muss aber auch reichen. Wir können das nicht als Safe House auswählen, also gehen wir mal weiter. Kann die Klamotten hier ernten? Ernten? Sieht auch geil an. Klamotten ernten. Nö, scheint nicht so. Na gut, dann nicht. So. Ah, dieser Koffer, ne? Aber da haben wir jetzt schon was reingepackt. Jetzt kann ich ihn nicht liegen lassen. Wir gehen mal die Straße weiter. Wer weiß, wo die hinführt. Oh, guck mal, da ist das Shelter, wo wir gestartet sind, oder? Hä? Hey, auch einfach gleich in eine andere Richtung laufen können. Na gut, wir gehen hier jetzt einfach mal weiter. Da ist noch ein Häuschen. Das hin? Gehen wir jetzt zu dem Häuschen, oder? Könnte ein Safehouse sein, ne? Komm, lass uns erstmal hier... Lass uns erstmal hier lang gehen. Das sieht mir alles irgendwie nicht so toll aus. Ich suche ja eine Basis. Und wir könnten da eventuell... Man kann ja auch noch immer diese Cabins bauen, ne? Die Holzhütten als Basis. Denke ich zumindest, dass das geht. Oh, Wildschweine. Bin mir nicht sicher, wie freundlich die sind, zumal die Junge haben. Und da ist ein Wolf. Echt jetzt? Das geht ja gleich voll ab hier. Verdammte Axt. Wir haben noch keine Waffe, bis auf die Axt und ein Messer. Das ist da. Lü, ich renne hier einfach mal durch. Oh oh. Ich kann mich dran erinnern, beim letzten Mal, in der letzten Staffel... Ich glaube, die einzigen Türme, die es gab, waren Türme, wo Scharfschützen drauf waren. Kann uns der Koffer schützen? Glaube nicht, ne? Hm, egal. Aber sieht nicht so aus, wenn hier was wäre. Also wenn hier ein Scharfschütze wäre, dann hätte er uns schon abgeknallt. Da gehe ich mal stark von aus. Hier ist auch ein Zaun drum. Auch nicht wirklich dicht, ne? Was denn? Da steht ein Rad hinter, ne? Oh. Ist der schon immer so geklettert? Okay. Das Rad konnte man mitnehmen. Gibt es sonst irgendwas Brauchbares? Lass uns mal da oben gucken. Da gibt es da ja irgendwas Brauchbares. Lass den Koffer mal unten, weil der ist eh voll. So, die Gegner hier, die kamen ja eh nur nachts raus und bei Nebel, ne? Dementsprechend sollte das hier ja sicher sein, weil hier alles aus Glas ist. Oh, cool. Wir können das hier als Shelter benutzen. Player can chase base shelter by pressing set base button. Some base shelter is changed. The survivors in your camp will be moved to the last position of base shelter. Base shelter active range is meter. No room select check mark person who has permission to enter this room. Room by click green space. Ich mach das jetzt einfach mal. Jetzt
small horses set at base. Okay, das ist ein als kleines Haus geführt. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir hier... Was ist denn? Eine Kette? Ich weiß nicht, ob wir hier unsere Kameraden, wenn wir sie denn finden... Haben wir jetzt echt schon die ersten Klamotten gefunden? Kann man die denn anziehen? Slow down the rate of wetness and reduce the maximum level of wetness by 45. Slow down the rate of heat. Okay. Equipment. Huch, wie sehen wir denn aus? Jo, dann lass uns doch mal eine Regenjacke anziehen und einen Hut aufsetzen. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Sieht das besser aus, wenn ich die Regenjacke ausziehe und dann an... Nee, das sieht trotzdem so komisch aus. Egal. Wir haben noch keine Hose, aber eine gelbe Regenjacke. Immerhin. Ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, können wir hier unsere Überlebenden, wenn wir sie irgendwann finden sollten, nicht einladen. Oh, cool. Wir haben hier schon ein Bett. Open. Unlock using Lockpick. Unlock using Crowbar. Haben wir beides nicht. Oh, ein Holzstapel. Okay, ich würde sagen, das hier ist jetzt erstmal unsere Base. So wie es aussieht. Kette nehmen wir mit. Und dann sollten wir uns vielleicht mal um die Basics kümmern, ne? Sprich, essen, trinken. Trinken wäre toll. Gibt es hier sowas wie eine Wasserflasche oder kann man eine Wasserflasche craften? Jetzt können wir das Gebiet hier auch einmal looten, ne? Sollen wir eh hier bleiben? Was ist das denn, Generator? Oh, Baseballschläger. Kann ich das ziehen, ja? War der Hammer? Crafting. Nochmal so. Oh, das Messer ist fast kaputt. Oh, guck mal, da oben ist noch ein Turm. Naja, wir bleiben jetzt erstmal hier. Falls wir... noch Überlebende finden sollten. Ich denke mal, NPCs gibt es noch immer. Werden wir eventuell umziehen. Aber gut, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Lass uns erstmal gucken, was es hier so im Gebiet gibt zu looten. Dashing. Teile. Metal Scrap. Juhu. Hier. Oh, diese Komponenten waren wichtig, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Und wie machen wir das jetzt mit Essen? Oh, kann man die Leiter nicht benutzen? Schade. Essen wäre ganz cool gewesen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich jetzt ein Wildschwein jagen sollte mit einem Baseballschläger. Oder eine Axt oder einem kleinen Messer. Wahrscheinlich sollten wir noch mal looten gehen. So ein bisschen die Umgebung looten. Können wir ganz einfach machen. Da hinten war doch so ein Haus, so ein kleines. Da könnten wir noch mal hingehen, uns am Wildschwein vorbeischleichen und an dem Wolf. Und gucken, ob wir in dem Haus was Brauchbares finden. Die nicht runterfallen hier. Schön mitkommen. Ich sagte nicht runterfallen, schön mitkommen. Da hoch sollst du, da hoch. Ja, sehr schön. Ein bisschen weiter ran. Jetzt nicht übers Geländer glitschen. Sonst muss ich dich wieder von unten aufheben. Oh, hier rein. Also, ich bin mir nicht sicher, hatten wir da schon immer so Probleme mit? So, lass uns den doch mal so drehen. Stellen wir den hier hin so. Ich habe da eben einen Schatten gesehen. Kann natürlich auch vom Baum gewesen sein. So, machen wir Tür zu. Vielleicht kommen ja Zombies zu Besuch. Sicher, sicher. Oh, ich sehe gerade schon, die Folge hat schon 19 Minuten. Na gut, für die erste Folge macht nichts. Guck mal, habe ich übersehen hier. Die erste Folge machen wir immer ein bisschen länger. Wir sind von da gekommen, ne? Lasst uns doch mal in der nächsten Folge... Ups. Bitte da hoch. In der nächsten Folge gehen wir die Straße wieder runter. Und ich meine, da rechts war ein Haus. Da gehen wir in der nächsten Folge mal hin und gucken mal, was da gibt. Ich hoffe, ihr habt so viel Bock auf das Spiel wie ich. Erstmal bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.